Sie sind ernster geworden, Thomas. Ist es die neue Würde, nun Konsul der Niederlande zu sein? Literaturverfilmung, Folge 1, Freitag, Rai, Südtirol. Willkommen in Lübeck. Hallo und herzlich willkommen bei Privat. Ich sitze hier in der öffentlichen Bibliothek von Kultur.lana und heute bei mir zu Gast die Autorin und Schriftstellerin Sabine Gruber. Und bevor sie hier Platz nimmt, darf ich sie kurz vorstellen. Sabine Gruber zu Hause in ihrer Wohnung in Wien. Nach der Matura kehrte sie Südtirol den Rücken und studierte Germanistik, Zeitgeschichte und Politikwissenschaften in Innsbruck und Wien. Anschließend arbeitete sie an der Universität in Venedig als Lektorin. Seit dem Jahr 2000 ist sie als freie Autorin tätig. Sabine Gruber wurde mehrfach mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet, wie zum Beispiel dem Heinrich-Heine-Stipendium der Stadt Lüneburg. 2016 wurde ihr der Österreichische Kunstpreis für Literatur verliehen. Die Autorin musste bereits mehrere harte Schicksalsschläge verarbeiten. Das Schreiben hilft ihr dabei ein wenig. Das Handwerk der Schriftstellerei ist für sie eine Mischung aus intensiven Recherchen und oft mühevoller kreativer Arbeit. Schreiben ist ihre Art zu atmen, sagt Sabine Gruber von sich selbst. Und hier ist sie nun. Herzlich willkommen, Frau Gruber, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Wann waren Sie das letzte Mal hier in Lana in der Bibliothek? Also in der Bibliothek, das ist schon länger her, aber in Lana bin ich immer wieder, weil meine ganze Familie hier lebt. Sie leben jetzt in Wien. Im Moment ist das der Lebensmittelpunkt sozusagen. Und hier haben wir es vorbereitet. Die haben wir natürlich alle in Lana in der Bibliothek gefunden. Ein paar Bücher. Wir werden auch darüber sprechen. Aber ich glaube, wir fangen einmal ganz früher an. Können Sie sich noch erinnern, es gab im Kindergarten, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, einen jungen Mann, also einen Kindergartenfreund, der hieß Maurizio. Und Sie sind praktisch, für die damalige Zeit war das schon was Besonderes, zweisprachig aufgewachsen, oder? Ja, also ich hatte das große Glück, dass meine Eltern befreundet waren mit einer italienischen Familie, vor allem meine Mutter mit Virginia, wir nannten sie Zia, Tante. Und die hatte einen Sohn in meinem Alter, Maurizio, mit dem bin ich sozusagen groß geworden. Und als mich meine Mutter im Kindergarten anmelden wollte, im deutschsprachigen, Maurizio sollte in den italienischsprachigen, soll ich eine kleine Revolution gestartet haben und gesagt haben, ich will mit Maurizio in den Kindergarten. Und so ist es gekommen, dass ich dann 2 Jahre den italienischen Kindergarten besucht habe. Und das haben Sie als Bereicherung erlebt, jetzt im Nachhinein? Also ich kann sagen, das hat mir sehr geholfen, weil ich in der Volksschule überhaupt kein Problem mit Italienisch hatte. Ich sprach von Anfang an sehr gut Italienisch und entgegen vieler Stimmen, die sagen, dass mehrere Sprachen nicht förderlich sind. Im Kindesalter kann ich nur sagen, ich bin das beste Beispiel dafür, dass ich immer noch gut Deutsch gelernt habe, obwohl ich eigentlich als erstes nach dem Dialekt die italienische Hochsprache gelernt habe. Und erst dann in der Schule die deutsche Hochsprache, die Standardsprache. Was hat Sie daran so fasziniert? Ist Sprache etwas, das man wie eine Musikalität oder eben ein anderes Talent einfach geschenkt bekommen muss, um es richtig zu erleben und daran weiterarbeiten zu können, um es, ja, sagen wir mal, auf die Spitze treiben zu können, so wie Sie das gemacht haben. Ich meine, es ist nicht jedem gegeben, ein Buch zu schreiben. Gut, das ist ja dann nochmal eine andere Frage, aber dass man eine Zweitsprache oder eine Drittsprache lernt, das ist natürlich im Kindesalter am einfachsten. Mhm. Also ich bedauere, dass ich im Gymnasium kein Englisch hatte. Das ist noch die Generation, die in die Schule gegangen ist, ohne Englisch als Pflichtsprache zu haben. Und das, darunter leide ich heute noch. Ich habe es nie richtig gut gelernt. Also in der Kindheit eine Sprache mitzubekommen, das bedeutet, dass man auch die Melodie und die Kultur dahinter besser aufnehmen kann. Was das Deutsche betrifft, das ist ja dann nochmal was anderes, weil da habe ich natürlich durch das viele Lesen mir auch sehr viel angeeignet.
Denn Ihr Vater war schon mit dem Lesen weniger beschäftigt, wahrscheinlich auch, aber als Schriftsetzer jemand, der sich mit Buchstaben und mit Texten beschäftigt hat. Und es gibt in einem Interview eine Passage, da erzählen Sie davon, dass Sie teilweise auf Resten vom Buch, beim Buchdruck sozusagen geschrieben haben, beziehungsweise das gelesen haben, zusammengebaut haben. Das heißt, die Begegnung mit dem geschriebenen Wort fand schon ganz früh statt. Ja, glücklicherweise. Also ich stamme väterlicherseits aus einer Buchbinder-Buchdrucker-Familie. Also mein Großvater war Buchdrucker, Bürgermeister auch, der Urgroßvater Buchbinder, die Urgroßmutter eine sehr, sehr belesene Frau, wie ich dann später auch erfahren habe, als ich den Dachboden meines Großonkels freigeräumt habe, zusammen mit meinem Vater, bin ich auf Kisten gestoßen und habe bemerkt, dass meine Urgroßmutter und die Brüder meines Großvaters inklusive Großvater also schon sehr viele großartige Bücher gelesen haben. Also da war die ganze Klassik vorhanden, Schiller, alles Goethe, da, die Romantiker, Eichendorff und so weiter. Also das hat mich sehr überrascht, dass die doch ein sehr bürgerliches Wissen hatten und eine bürgerliche Lektüre. Mhm. Aber das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, diese Fantasiewelt, in der sie sich schon als Kind sehr real bewegt haben, wenn man das so will. Es gibt eine Szene, wo ihre Mutter sie dabei beobachtet, wie sie mit einer imaginären Freundin oder einem imaginären Freund sprechen und ganze Szenen auch mit mehreren Personen sozusagen inszenieren. Und da sagt sie, Spinsch, was ist mit dir los? Fantasiewelt, ja, die sie schon damals ganz intensiv erlebt haben. Ja, ich sage ja immer gerne, eine Kindheit kann auch sehr langweilig sein oder überhaupt, wenn man dem polnischen Philosophen Kolakowski glaubt, der so sagt, Langeweile ist ein Bestandteil des Menschseins und die Überwindung kann entweder ein schöpferischer oder ein zerstörerischer Akt sein. Ich habe den schöpferischen vorgezogen und mich hat es oft eben gelangweilt und dann habe ich mir Figuren erfunden, mit denen ich gespielt habe, weil einfach keine Spielkameradinnen oder Kameraden vorhanden waren. Und habe mir eine Welt imaginiert, also schon als Kind. Und das ist natürlich für das Schreiben dann später sehr förderlich gewesen. Und würden Sie sagen, das sind die beiden Voraussetzungen? Einmal die Fantasie und zum anderen die Fantasie, Faszination für das geschriebene Wort. Genau, und dann natürlich, das sage ich immer wieder, ohne Lesen kann man nicht schreiben. Frau Gruber, Sie haben die Mittelschule in Lana besucht, dann waren Sie beim am Humanistischen Gymnasium in Meran, Studium der Germanistik, Zeitgeschichte und Politikwissenschaft in Innsbruck und Wien. Sie haben aber auch als Universitätslektorin in Venedig gearbeitet, haben in Deutschland gelebt, jetzt sind Sie in Wien. Das heißt, Sie waren schon eine ganze Weile weg von Südtirol. Bekommt man da einen anderen Blick auf das Land? Und wenn ja, wie schaut der bei Ihnen heute aus? Ja, also man bekommt notgedrungen einen anderen Blick von außen, auch einen sehr kritischen. Also für mich war das jetzt dann ein sehr, ja, wie soll ich sagen, keine angenehme Situation zu erfahren, dass die Südtiroler Volkspartei mit der Lega, mit Salvini koaliert. Ich halte das für sehr bedenklich und auch wenn Wirtschaftskreise sagen, das sei politischer Selbstmord, nicht mit der Lega zusammenzugehen, sage ich, das ist ein moralischer Selbstmord, den die SVP da begangen hat, weil sie ihre eigentlichen Werte damit auch verleugnen muss. Also mit jemandem zu koalieren, der schon 2009, also die Lega 2009 schon mit Salvini für eine Rassentrennung in den Eisenbahnwaggons plädiert. Also das sind einfach untragbare Zustände. Aber ist es auch die Veränderung, Sie sind weggegangen und sind auch regelmäßig immer wieder da, die Sie beobachtet haben, die heute vielleicht die eine oder andere kritische Bemerkung zulässt? Denn neulich stand in einem Online-Portal hier im Land, wir sind eine Neidgesellschaft, der Wohlstand scheint uns also nicht immer gut zu tun. Südtirol hat eine hohe Selbstmordrate. Beschäftigt Sie sowas? Gibt es Themen, die in Ihren Büchern auch vorkommen, die mit ganz eng mit Südtirol zusammenhängen, wie diese? Also so Wirtschaftsfragen habe ich jetzt weniger behandelt, aber historische Fragen natürlich, die mich immer schon beschäftigt haben, wie das Zusammenleben zwischen verschiedenen Ethnien funktionieren kann. Und da ich ja sozialisiert worden bin in einer Zeit, wo man noch sehr stark die
Volksgruppen getrennt hat. Also damals hieß es ja, je klarer wir trennen, desto besser verstehen wir uns. Mhm. Es gab keine Schüleraustauschsituationen. Ich bin in eine Schule gegangen, wo die Schulzeiten so waren, dass wir mit den italienischen Schülerinnen und Schülern nicht zusammenkamen, weil die Schulzeiten etwas verschoben waren, die Pausenzeiten etwas verschoben waren. Das habe ich sehr schade gefunden. Und ich habe in meiner Literatur immer versucht, diese beiden Welten, die italienische Welt, die deutschsprachige Welt, zusammenzubringen. Deswegen gibt es fast immer in jedem Roman, also das fängt bei Aushäusige an, der spielt zum Teil in Südtirol, im bäuerlichen Milieu, zum Teil in Venedig. Stilbach spielt in Rom, es ist aber sehr viel Südtiroler Geschichte dort verarbeitet. Dal Dossi oder Das Leben des Augenblicks, mein letzter Roman, spielt auf Lampedusa, spielt in Wien, spielt in verschiedenen Kriegsschauplätzen unserer Welt. Also ich habe immer versucht, diese verschiedenen Schauplätze zusammenzubringen. Diese Welten, die ich als getrennt wahrnehmen musste als Kind, die habe ich versucht, in meinen Büchern zusammenzubringen. Und Sie entwickeln Charaktere, die irgendwann in den Büchern auch an unvermuteten Zeitpunkten wieder auftauchen. Das heißt, es gibt eigentlich kein in sich abgeschlossenes Buch. Die Fantasiewelt der Sabine Gruber verändert sich kontinuierlich und reicht von einem Buch über das zweite, dritte, vierte. Ich glaube, insgesamt sind es 8. Ja, also ich versuche immer Figuren, die ich schon mal erfunden habe. Es ist nämlich ziemlich mühsam, eine Figur zu erfinden. Die muss ja dann auch funktionieren als Charakter, als Person, als imaginierte Person an einem bestimmten Ort. Also die versuche ich dann wieder aufzunehmen. Also Nebenfiguren aus Romanen werden dann plötzlich in einem späteren Roman zur Hauptfigur oder zu Hauptfiguren. Und das macht mir auch Spaß, dass das eine einzige große Familie ist. Und dass ich eigentlich an einem großen Buch schreibe. Es hängen alle Bücher irgendwie zusammen. Kommen wir zu einer, ja, das muss eine schwierige Situation für Sie gewesen sein. Wir haben gestern im Vorgespräch auch ausführlich darüber gesprochen. 1994 müssen Sie sich einer Nierentransplantation unterziehen. Wie kam es dazu? Naja, ich hatte das Pech, dass ich, als ich zu studieren begann, damit konfrontiert wurde, dass ich eine chronische Nierenerkrankung hatte, die zwangsläufig zum Nierenversagen führt, über kurz oder lang. Und das große Glück in diesem Pech, muss man sagen, war, dass meine Mutter 1994 mir eine Niere gespendet hat, dass ich immer noch mit diesem Organ leben kann, was tatsächlich ja, eine Ausnahme darstellt, denn meistens halten Organe 10, 15 Jahre, oft auch weniger lang. Mhm. Und ich gehöre so zu jenen, die schon die 20 Jahre sozusagen überdauert haben. Also ich habe eine Lebensverlängerung jetzt schon von 25 Jahren, fast 25. Und das ist großartig. Hat es die Beziehung zu Ihrer Mutter verändert? Ich bin sehr, sehr dankbar. Und wir hatten eigentlich immer eine gute Beziehung und so ist es auch geblieben. Weil Sie haben ja eine sehr radikale Ansicht, was Organspende angeht, haben Sie mir gesagt. Ja, es ist ja so, dass die gesetzliche Situation in Europa in allen Staaten etwas anders ist. In Österreich herrscht die Widerspruchslösung. Das heißt, in Österreich ist jeder, der stirbt, sozusagen potenziell ein Organspender oder eine Organspenderin. Es sei denn, er oder sie hat sich in eine Liste eintragen lassen, also in diese Widerspruchsliste, wo drin steht, ich will das nicht für mich. Und ich finde, die, die das nicht wollen, die sollen dann eben auch, ich bin jetzt nicht so hart, dass ich sage, darauf verzichten, aber sie sollen dann eben auf der Liste relativ weit hinten gereiht werden. Mhm. Denn ein demokratischer Staat und ein demokratisches System verlangt eine gewisse Solidarität. Es gibt Menschen, die haben keinen Führerschein, die zahlen mit ihren Steuergeldern die Straßen. Ich habe keine Kinder und zahle auch für Kinderkrippen, Kindereinrichtungen, Schulen und so weiter. Und ich finde, man kann auch, wenn man tot ist, ein Organ spenden, wenn man es nicht mehr braucht. Und es wird wahrscheinlich auch keinen geben, der das erlebt hat, der sagt, Organspende, nö, wenn du dich willst, kein Problem. Da ist man einfach dankbar, weil einem das Leben gerettet wurde. Auf jeden Fall. Und ich denke, es ist jetzt über 40 Jahre her, dass es diese Definition gibt des Hirntodes. Und ich habe da mal zusammen mit Professor Markreiter, der einer der führenden Transplantationschirurgen war,
in Rauris bei den Literaturtagen diskutiert. Es war eine Kombination Wissenschaft, Literatur. Und ich habe ihm gesagt, ja, also ich empfinde den Hirntod wie eine innerliche Enthauptung. Und dann hat er gesagt, das ist eine gute Bezeichnung, also das gefällt mir. Also da sieht man also, dass auch Wissenschaft und Literatur sehr gut kooperieren können und neue Bilder schaffen können, die hilfreich sind. Zurück zu Ihrer Karriere. Schon in der Oberschule haben Sie Preise gewonnen für Ihre Texte. Ich glaube, 1985 war es der Rai-Kurzgeschichtenpreis. Was war das für eine Kurzgeschichte? Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich da meine Arbeit in Innsbruck verarbeitet. Also ich habe damals zusammen mit meinem damaligen Freund Gabriel Grüner türkische Kinder ein bisschen unterrichtet. Also wir waren in einer Wohngemeinschaft und haben mittags immer die Kinder der Nachbarschaft bei uns in der Wohnung gehabt und haben mit ihnen Hausaufgaben gemacht und sind zu den Sprechstunden gegangen. Also frühe Integrationsarbeit mit anatolischen Einwandererkindern. Und da habe ich so ein bisschen die Realität der Mütter dieser Kinder verarbeitet. Denn ich bekam da mit, dass das eben zum Teil Analphabetinnen waren, die Frauen, und auch Geschichten von heimlichen Abtreibungen und von Verhütungsmitteln, die sie heimlich genommen haben. Also das waren sehr schwierige Biografien, die ich da beobachten konnte. Gabriel Grüner, für die, die sich nicht mehr daran erinnern, war ein Reporter des Magazins Der Stern. 1999 im Kosovo, kurz nach dem Ende des dortigen Krieges, ist er ermordet worden. Der Krieg war eigentlich schon vorbei und er wollte, ich glaube, an einen der Schauplätze hinfahren, zusammen mit seinem Fotografen, und wurde dann von einem Legionär, ich glaube, es war ein Russe, erschossen. Wo haben Sie ihn denn kennengelernt? War das bei diesem Literaturpreis? Beim Studium? Ja, nein, ich habe ihn eigentlich schon vor dem Studium kennengelernt im Walterhaus. Ja. Da wurde mal ein Lyrikpreis ausgeschrieben, bei dem ich nicht gewonnen habe, aber eben Gabriel Grüner hat mit einem Gedicht mit dem Titel Pustra Winter den ersten Preis gewonnen, und da haben wir uns das erste Mal gesehen und dann in Innsbruck. Wir wussten beide nicht, dass wir dann beide Germanistik studieren würden, aber da sind wir uns das erste Mal begegnet und es war Liebe auf den zweiten Blick, könnte man sagen. Wir waren dann 10 Jahre lang ein Paar. Und er zählte auch nachdem wir uns getrennt hatten, noch immer zu meinen besten Freunden. Und irgendwann, aufgrund einer gemeinsamen Erfahrung, war klar, dass Sie Schriftstellerin werden und er Journalist. Ja, das war eine sehr lustige Geschichte. Wir haben beide für eine Anthologie einen Text geschrieben. Valentin von Breitenberg hat die Anthologie Das Unterdach des Abendlandes herausgegeben, und wir haben beide einen Text eingereicht und sind zu ihm auf die Zenoburg, und er hat die Texte lektoriert, und Gabriels Text kam leider nicht sehr gut weg, und als wir dann die Zenoburg verließen, sagte er zu mir, du wirst Schriftstellerin und ich werde Journalist. Aber ein bisschen Journalistin ist man als Schriftstellerin auch. Es geht immer darum, ja, zu recherchieren, Fakten aufzubereiten und dann natürlich mit einer bestimmten Portion, jetzt ganz banal ausgedrückt, Fantasie zu garnieren. Ganz so leicht ist es wahrscheinlich nicht, stelle ich mir jedenfalls vor, aber es hat schon ganz viele Parallelen. Es gibt natürlich unterschiedliche Zugänge zur Literatur und zum Schreiben. Ich gehöre zu den Schriftstellerinnen, die sehr viel recherchieren, weil für mich Schreiben auch eine Art ist, etwas zu verstehen oder etwas Neues zu erfahren. Es interessiert mich nicht, Befindlichkeitsliteratur niederzuschreiben, das ist mir zu langweilig. Oder ich sage immer, mein eigenes Leben ist zu langweilig, um nur über mich zu schreiben. Deswegen ziehe ich es vor, zu recherchieren, und das ist einfach eine sehr, sehr spannende Tätigkeit. Ich bin ja auch Historikerin, deswegen habe ich bei Stillbach sehr, sehr viel recherchiert. Ich war in Rom, in diversen Archiven, und es ist dann immer sehr, sehr schön, wenn man zu persönlichen Geschichten, die man beschreibt, also da geht es ja auch um Frauen, Südtiroler Frauen, die in italienische Städte ausgeschwirrt sind, um dort zu arbeiten in den 20er, 30er, 40er Jahren und bis rauf in die 60er Jahre. Und da habe ich dann rausgefunden, dass die sich in Rom immer in der Santa Maria dell'Anima getroffen haben, also in der deutschen Kirche, in der deutschen Kirche für die deutschen Pilger in Rom. Und dort in dieser Kirche wiederum
gab es einen Bischof in den 40er Jahren, Hudal aus Graz, der wiederum bekannt dafür war, dass er Nationalsozialisten versteckt hat. Da gab es den KZ-Kommandanten Franz Stangl, der für den Tod von 400.000 Menschen verantwortlich war, der im KZ Sobibor und Treblinka ermordet hat oder Ermordungen veranlasst hat. Mhm. Und der war dort Bibliothekar und hat dort dann seine Papiere bekommen, um nach Syrien zu flüchten. Und das sind immer die großartigen Momente, wo man als Schriftstellerin dann den Punkt findet, wo die persönlichen kleinen Geschichten mit der großen Geschichte sozusagen zusammenkommen. Ist das dann so die Perfektion, die man anstrebt? Das ist, weil am Beispiel Gabriel Grüner kann man es vielleicht auch ein bisschen erzählen. Ich meine, er kommt aus Mals, er hat eine ähnliche Karriere gemacht wie Sie. Irgendwann war klar, er wird Journalist, Sie werden Schriftstellerin. Und dann gibt es in einem Ihrer Bücher aber einen Kriegsreporter, der die Hauptrolle spielt. Sind das auch immer ein bisschen autobiografische Züge und Menschen, die Ihnen begegnet sind, und eben die Recherche und ein bisschen Fantasie? Oder ich will nochmal zurückkommen auf die Komponenten. Also ich gehe immer von persönlichen Interessen aus. Hm. Also klarerweise bei Daldossi oder Das Leben des Augenblicks, der Roman ist 2016 erschienen, ist diese Beschäftigung mit Kriegsreportage, mit Kriegsfotografie etwas, das mich schon sehr, sehr lange beschäftigt durch die Freundschaft mit Gabriel Grüner. Aber Gabriel Grüner ist mit 35 Jahren gestorben im Kosovo und ich wollte nie über ihn schreiben, weil er mir sehr, sehr nahe war. Mhm. Also habe ich einen Kriegsfotografen erfunden, diesen Daldossi, der über 60 ist, der kriegstraumatisiert ist, also mit diesen posttraumatischen Belastungsstörungen zu tun hat. Und der überall auf der Welt unterwegs war, eine kaputte Beziehung hinter sich hat, da hat mich eben dieses Phänomen interessiert. Was passiert mit diesen Leuten, die das alles gesehen haben? Das war Ihr erfolgreichstes Buch, wenn man, wie misst man sowas? Darum geht es mir eigentlich. Also Sie sind 2016 ja auch mit einem besonderen Preis ausgezeichnet worden. Es waren viele an der Zahl, aber der, glaube ich, ist Ihnen der wichtigste. Das ist der Österreichische Kunstpreis für Literatur 2016. Und das Buch hat sich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch super verkauft. Ist die Verkaufszahl zusammen mit dem Preis so dann die wichtige Auszeichnung als Autorin, wo man sagt, oh, jetzt habe ich es geschafft? Also für mich, ich messe den Erfolg nie an den Verkaufszahlen, weil das ist sehr viel Zufall und Glück und Werbung und im richtigen Moment das richtige Buch oder die richtigen Menschen, die als Multiplikatoren zufällig eine Rolle spielen. Mein wichtigstes Buch ist Über Nacht nach wie vor. Das hat sich nicht so gut verkauft. Das war zwar auf der Longlist des Deutschen Buchpreises, aber das ist das Buch, wo ich finde, dass die formal-ästhetischen Vorstellungen, die ich hatte an den Text. Der künstlerische Anspruch? Der künstlerische Anspruch und der Inhalt aufgehen. Sowas gelingt einem ganz selten. Dann habe ich meine, man liebt jedes eigene Buch letztendlich, weil es ist von einem selbst geschrieben worden. Mhm. Daldossi hat es einfach sehr schwer gehabt, weil das Thema einfach sehr schwer ist. Und sehr viele Menschen sagen, ich will mich nicht mit Krieg beschäftigen. Das interessiert mich nicht. Also die wollen die leichtere Kost. Am besten verkauft hat sich Stillbach oder Die Sehnsucht. Das hat mich sehr verwundert, weil das kein einfaches Buch ist. Es ist ja historisch sehr komplex und es besteht aus sehr vielen Perspektiven, aus sehr vielen Figuren. War auch Absicht, weil ich wollte, dass man ein gewisses geschichtliches Ereignis eben aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und beleuchtet sieht und der Leser und die Leserin sollen sich eben selbst ein Geschichtsbild machen. Ja, das war auf jeden Fall das Buch, das ich am besten verkauft habe. Bleiben wir noch ein bisschen bei 2016. Das war ein besonders schwieriges Jahr auch für Sie. Bei einer Bergtour am 24.08.2016 kommt Ihr Lebensgefährte, der Künstler Karl-Heinz Ströhle, ums Leben, mit dem Sie 20 Jahre lang zusammengelebt haben. Schon wieder ein Schicksalsschlag, schon wieder ein Moment, wo Sie vielleicht auch gedacht haben, warum bestraft mich das Leben so brutal? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich doch einige Schicksalsschläge sozusagen durchmachen musste in meinem Leben. Aber
Ja, es war ein ganz furchtbarer Schmerz, vor allem weil er so unerwartet kam. Er war zwar Raucher und man lebt etwas gefährlicher, wenn man sehr stark raucht, das ist schon klar. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen. Wissen Sie auch nicht. Es war für mich eine weitere Herausforderung. Ich konnte jetzt lange nicht schreiben, also nicht an was Längerem schreiben. Es sind Gedichte erschienen, Am Abgrund und Im Himmel zu Hause. Die sind auch Karlheinz Ströhle gewidmet. Und das ist auch eine Form, Trauer zu bewältigen, Schmerz zu bewältigen. Aber ich denke mir, wir müssen alle damit umgehen, dass wir endlich sind und wir sterben alle. Und leider bin ich es, die wieder zurückgeblieben ist. Aber ich sehe es als Chance, wieder daraus was zu machen. Ist das Schreiben da ein heilsamer Prozess, wenn es Ihnen wieder gelingen wird? Davon gehe Das ich mal weiß ich aus. nicht. Also ich sehe ja Schreiben nicht als Therapie. Ich habe ja auch schon zu schreiben begonnen, bevor ich krank war. Also das versuche ich auch immer deutlich zu machen. Das ist keine Selbsterfahrungstherapie oder Überwindungstherapie oder kein psychologisches Verfahren, sondern wirklich ein ästhetischer Prozess. Aber klarerweise, diese Gedichte, die ich da geschrieben habe, waren die einzige Möglichkeit, auf das zu reagieren, was mir widerfahren ist. Und ich glaube, das kennen ganz viele, die jemanden verloren haben, dass man sich nicht konzentrieren kann in der Trauer. Und einen Roman zu schreiben erfordert eine sehr große, sehr starke Konzentration. Konzentration. Man muss wissen, was man an Material hat, wie man das zusammenbaut. Also habe ich mich wieder auf die kleine Form beschränkt und jetzt vor allem Lyrik geschrieben. Aber ich glaube schon, dass gerade diese Erfahrungen am Ende auch, die Sie im Leben gemacht haben, Sie zu einem Menschen machen, dessen Wort und Gedanken, dessen Fantasiewelt auf großes Interesse stößt. Es gibt immer so, wie soll ich sagen, eine Begegnung mit einem Autor, wenn man dessen Buch liest. Denken Sie an diese Menschen, während Sie schreiben auch? Oder für wen schreibt Sabine Gruber? Ich glaube, es wäre ein großer Fehler, an die zu denken. Wenn man schreibt, schreibt man und ist im Text und in der Sprache und in den Figuren. Wenn danach was kommt, ist es wunderschön. Ich habe sehr viele Erfahrungen mit sehr vielen Lesern und Leserinnen gemacht, gerade auch bei Übernacht. In Deutschland haben mich Menschen angeschrieben, die mir gesagt haben, geschrieben haben, sie hätten sich zum Beispiel einen Organspendeausweis besorgt, nachdem sie dieses Buch gelesen hatten. Und für mich ist das auch der beste Beweis, dass Literatur doch sehr viel verändern kann, in kleinen Schritten. Welche Veränderung wünschen Sie sich für sich persönlich jetzt noch am Ende unseres Gesprächs? Also Ich könnte auch fragen, was kommt als nächstes, aber das mache ich bewusst nicht. für mich persönlich, also ich wünsche mir einfach, dass mein Organ noch eine Weile hält und dass ich noch weitere Bücher schreibe. Wenn wir über Südtirol etwas von Ihnen lesen können in Zukunft? Also ist dieses Thema, das Sie von Anfang an irgendwo immer mit begleitet, immer noch da und wird es da auch weiterhin noch etwas geben? Es gibt ein historisches Thema, das mich noch sehr interessiert. Ich habe das Tagebuch meines Großonkels gefunden, der Bruder meines Großvaters. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Tagebuch, das vom Tag der Einberufung durch die deutsche Wehrmacht bis kurz vor seinem Tod am 10. Jänner 1944 in Weißrussland detailliert alles aufzeichnet. Und das finde ich sehr spannend. Und ich würde gerne diese Route nachreißen und mir da ansehen, wo er da war. Und auch diese Familie, die in der Optionszeit sehr zerrissen war, weil ein Teil Dableiber waren und ein Teil Optanten. Das ist schon eine sehr spannende Ausgangssituation. Hast du ein bisschen Identitätsfindung? So ganz ein bisschen? Oder Vielleicht, ja, Wurzelerforschung? naja, eher so diese Geschichte Die Geschichte nochmal nochmal zu zu überlegen. verstehen. Frau Gruber, vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und möge die Schreiblust bald wiederkehren und dass wir noch viel von Ihnen lesen dürfen. Alles Gute für Danke die auch. Zukunft. Dankeschön. Dankeschön. Ihnen ein Dankeschön fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Das war privat. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dann, auf Wiedersehen und machen Sie es gut.